Wer wird diesmal unser Fashion-Star? Gemeinsam mit Piqueur Escadron suchen wir die Fashion-Stars 2021. Vier Reiterinnen shoppen im Fundis Pop-Up-Store. Wer kreiert den besten Turnierlook? Nicole, Helen, Celine oder Julia? Unser Juror Jens Hilbert hat alles im Blick. Welcome to Fashion Star. Mein Name ist Jens Hilbert und ich freue mich heute auf eine ganz tolle Teilnehmerin, denn die wohnt und reitet in der Nähe von meiner Heimat, Celine Fries, eine hocherfolgreiche U25 Springreiterin im Bunde. Also Action pur heute. Hat auch kürzlich erst noch ein S-Springen gewonnen. Und wenn sie genauso pfeilschnell ihr Fashion-Outfit zusammenbastelt, kann das nur mega High-Fashion werden bei Fashion Star. Und das ist unsere dritte Kandidatin. Celine, eine kleine Pferdeflüsterin, die mit viel Geduld Pferde in ihren Bann zieht. So wie Tönne, ihr kleiner Angsthase, den sie selbst ausgebildet hat. Tönne ist ein kleiner Kämpfer. Der gibt immer zu allem 100%, vor allem im Parcours. Ansonsten ist er ziemlich frech und verfressen, aber er ist ein kleines Pferd mit großem Herzen. Ihr vertraut der 11-jährige Wallach allerdings blind. Auch im Parcours sind sie ein Team, voll konzentriert und hoch erfolgreich. Zusammen hat das Duo aus Viernheim bereits bis Ein-Sterne-S gewonnen. Celine kümmert sich nicht nur liebevoll um ihre Pferde, sondern auch um ihre Mitmenschen. Die 22-Jährige liebt es zu backen. Frisch gestärkt geht es jetzt mit ihrer Freundin und Ausbilderin Claudia in den Pop-Up-Store von Fundis. Ich bin heute die Shoppingbegleitung von Celine und wir kennen uns jetzt schon ziemlich lange und ich hoffe, dass wir das da drin auch mit dem Chaos bewältigt kriegen. Celine muss gleich als erstes die goldene Schleife mit dem Motto finden. Bei Fundis darf sie dann 700 Euro für sich und ihren Tönne auf den Kopf hauen. Bevor sie dafür eine Viertelstunde Zeit hat, gibt's noch ein Geschenk. Was es wird, entscheidet Claudia. Okay, ich glaube, ich habe da was, was dir gut gefallen könnte. Ja, dir vertraue ich da. Du weißt, was mir gefällt. So, ich habe schon was für dich ausgesucht. Ja, ich hoffe, das ist richtig. Okay. U25-Reiterin. Ich bin vor kurzem meinen 7-jährigen Samson, mein erstes S, geritten. Und ich glaube, das S-Springen hat sie furios gewonnen. Ich weiß, warum du dabei bist. Das passt auf jeden Fall. Steht mir, oder? Das Turniershirt Kuba steht dir exzellent. Viel Spaß beim Shoppen, 15 Minuten laufen. Okay, ich gehe links, du rechts, oder? Alles klar. Sehr gut. Ja, du auch, gell? Welches Motto wäre denn gar nicht so deins? Boah, rosa und Glitzer. Also so extrem viel Glitzer. Das wäre nicht so meins. Celine, ich will Fashion sehen. Extrem viel Glitzer ist nicht so meins, aber ich kann es ein bisschen verstehen. Als coole Springreiterin. Vielleicht jetzt mal im amerikanischen Style so. Aber amerikanischer Style wären ja mega krass eingeflochtene, so kleine Affenschaukeln, die mache ich auch manchmal. Die will ich nachher sehen im Finale, ne? Ist ja klar. Ah, ich hab sie. Fashion Star. Okay, sei der Turniertrendsetter. Hol dir die goldene Schleife für dein Outfit. Ja, dann mal los. Grundlagen, ne? Grundlagen? Weiß. Dann brauchen wir mal bisschen Glitzer. Jackett? Ja. Gut. So, dann fangen wir mal vielleicht mit Hose an, Hose, Jackett, dass wir mal so die Basis haben. Ah, Grundlagen. Wenn Ihre Shoppingbegleitung Ihre Ausbilderin ist, also die sieht ja auch nicht irgendwie älter aus, ehrlich gesagt, oder? Hier, hast du? Oder sie freut sich jetzt über das Kompliment. Damit der Rest, ja. Nein, das ist nicht American Style. Celine, du hast jetzt American Style gesagt, das will ich jetzt sehen. Dann Jackett, oder? Ja. Und? Sollen wir schwarz? Ja, wir können ja mal zwei zur Auswahl mitnehmen. Ja. Ist das so ein Sommerjackett? Wir können uns ja mal auf Sommer. Oh, das sieht cool aus. Motto Sommer? Ja. Ja, je nachdem. Motto ist auf jeden Fall Springreiterlager Action pur. Hier, wo ist Fashion Mode? Wo ist Vollgas hier in der Sendung? Chaga, wir wollen was sehen.
Schließlich geht es ja auch um eine Spende für den Reitverein Firnheim. Willst du mal beide anprobieren oder was? Da drüben gibt es ja auch noch Sachen. Ja. Ah, guck mal, das da. Hier, schau mal. Das da. Ah, ja. Mhm. Was meint ihr denn? Steht da Jensi mehr auf Glitzer oder Sommer? Ein bisschen Glitzer. Ich sehe das ja immer. Der hat auch immer so ganz schlicht und dann ganz coole Akzente. Ja, genau, ist er ja ganz schlicht und dann irgendwas ganz edle Akzente. Ach, guck mal da, die Celine. Genau, ganz schlicht und dann coole Accessoires. So ist es. Schau mal vom Stoff anders. Genau. Die ist so ein bisschen dünner. Guck mal, die Celine hat als ordentliches Fundis-Testimonial auch gleich die Fundis-Kleidung an beim Shoppen. Wir müssen vielleicht mal ein bisschen gucken mit unserem Budget. Erstens mal Budget und zweitens mal auch Zeit. 700 Euro, 15 Minuten. Welches zuerst? Zieh mal das an, was wir jetzt gerade da geholt haben. Glitzer und das dünne Jackett. Okay. Ja, ich guck mal nach dem Gürtel. In der Mini-Playback-Show früher. Ist Celine eigentlich immer so entspannt? Ja, sie ist lange entspannt, bis sie dann auf einmal merkt, dass es dann doch gar nicht mehr so ganz entspannt ist. Ich bräuchte Socken. Guck mal da, die Käsebüste, ohne guck es raus, okay. Gell? Mit der Söckli. Bist du auch schwarz? Nein, Entschuldigung, Celine, ja, hast bitte keine Käsebüste. Ja, dann nehmen wir mal hier so mit Glitzer. Ach hey, na gut, Glitzer ist okay, aber mach doch ein bisschen mehr Fashion, ein bisschen Farbe, wenigstens unter den Stiefelchen. Hallo? Ach so, ja, danke. Soll ich schon mal für Tönne gucken oder soll ich bei dir bleiben? Ich schaff das, ich komm dann, ich kannst ja schon mal gucken, wegen der Schabracken genau, oder so. Ja, sollen wir, so wie Jens das mag, ganz schlicht? Ja. Schlicht, ja. Elegant. Nein, ein bisschen mehr Fashion. Weil ich ein Mädchen bin. Komm, Celine. Nee, 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 na, nee. Okay. Bin wieder da. Weißblau? Ja. Ja. Hört sich gut an. So ein bisschen schimmernder Rand. Oh ja. Ein schimmernder Rand. Okay. Bring ich dir mal. Och nö, oder, das ist ein bisschen zu schlicht. Schwarz mit Weiß. Na, was denn jetzt? Sollen wir dem dann ein graues Mützchen nehmen? Nee. Aber mit grauem Rand, silbernem Rand. Ach so. Du hast die Haare schön, du hast die Haare schön. Celine hat echt tolles Haar. Gibt's die auch mit schwarzem Rand? Schwarzer Rand und dann wäre ganz cool, glaube ich, schwarzes Mützchen zum Jackett. Übrigens, ich erwarte, Celine, ganz im American Style, dass du die Haare nachher alle unterm Helm hast. Ich mag das nämlich nicht so gerne mit dem Pferdeschwanz, die Mädels. Aber ich glaube, dann nimm mal ganz weiß nachher. Ein Gürtel wäre noch cool, ne? Ich habe hier einen, was hast du denn für eine Gürtelgröße? Ich habe 75 hier. Warte mal, was haben wir denn da? Okay. Die Claudia hat einen sehr schicken Gürtel an, finde ich, gefällt mir. Die Ausbilderin. Also. Oh, das ist übrigens sehr, auch sehr cool. Das ist so ein bisschen wie Cartier mit dem Steigbügel von Piqueur, diese Applikation am Gürtel. Sehr schön. Was? 5 Minuten. Also, komm in die Gänge. Durchrechnen. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das ist schön. Das sieht gut aus. Nee, das sieht, muss ich sagen, echt gut aus. Das heißt nichts. So sitzen tut das gut. Ja. Und wo hängen wir jetzt diese ganz große Brosche hin mit Jens Hilbert Fanclub? Das muss ja auch noch irgendwo aufs Jackett, ne? Da, schwarz. Nee, keine Felgermaschen. Bisschen schlichter. Ich mag ja lieber ohne Fell und dann diese Lackgamaschen zum Beispiel, die finde ich ja ganz cool. Ja, eben. Das ist Dressurschabracke. Okay. Die ist aber blau. Und hat sie eigentlich ein Gelkissen oder ein Fell schon? Nee. Nee, oder? Das heißt, hol mal, dann berechne mal. Ja, aber dann passt es doch gar nicht mit dem Jackett zusammen. Das ist gar du hast recht. Ja, aber dann, was nehmen wir dann? So, ja, hier. Die. Das finde ich gut, das passt zum Jackett. Und dann die schwarzes möchte ich haben. Mützchen. Kleine Akzente und schwarzes Mützchen. Mützchen. Hier, kommt. Celine, es ist wunderschön geworden, aber es hätte noch ein bisschen mutiger sein dürfen, finde ich. 13 Euro. 13. Mit der Bluse hätte man noch ein bisschen stylischer arbeiten können. Wo ist sie denn? 65 die Gamaschen. Oh, scheiße, es ist wieder bei 0. Noch 30 Sekunden. Das ist jetzt gleich der Moment, da drehe ich durch. 5, 4, 3, 2, 1. Fertig, Mädels. Ja, das ist so gut. Findest du? Ja, haben wir alles. Ja, nee, haben wir nicht. Warum? Da fehlt noch was. Jetzt sind wir nur halb fertig.
Hat aber Mords zu Spaß, gell? Wir haben getrödelt. Okay. Check. Dafür ist euer Warenkorb aber gut gefüllt. Das Sakko Amelia kostet 250 Euro und die Piqueur Reithose Blue Grip Knie gibt's für rund 180 Euro. 677,60 Euro hat Celine von möglichen 700 Euro ausgegeben. Was liebst du besonders an deinem Look? Also grundsätzlich erstmal zufrieden. Im Nachhinein hätte man hier und da die eine Minute mal für was anderes noch nutzen können. Aber ja, ich denke, wir haben was gefunden, was zusammenpasst, was auch gut aussieht. Ein bisschen kleine Details hier und da, die ein bisschen extravagant sind. Und hoffe natürlich auch, dass es dem Jens gut gefällt. Tada! So sehen Celine und Tönne zusammen aus. Die beiden glitzern und strahlen im Piqueur-Eskadron-Outfit um die Wette. Ein schwarzer Fliegenkopfschutz ziert Tönnes Ohren. Den gibt's für 35 Euro. Celines Lieblingsprodukt für Tönne, die Felgermaschen, kosten knapp 65 Euro. Die weiße Schabracke Matrix Contrast mit den weiß-grauen Kordeln schlägt mit 60 Euro ins Budget. Sind Celine und Tönne damit auf dem Weg zum Fashion-Star-Titel? Oder gewinnt am Ende Julia die Testimonial-Staffel? Erstmal ein dicker Schmatzer an die ganz, ganz liebe Celine, die, wenn, denn es kann nur eine Fashion-Star werden, wenn sie gewinnen sollte, für die Schulpferde im Reitverein Firnheim ihr soziales Projekt spenden wird. Schauen wir mal, denn die Konkurrenz ist hart und stark die ganze Woche und im Finale wird die Julia antreten. Die letzte Teilnehmerin Staffel 6, Tiermedizinstudentin, wird Vollgas geben bei Fashion Star.